Im Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Michael erfuhren interessierte Besucher einiges über Heilmittel aus Großmutters Zeiten. Auch der Bürgermeister ließ sich diesen Vortrag nicht entgehen. Es geht heute um traditionelle Heilmittel im Sinne Sebastian Kneipps und im Sinne der traditionellen europäischen Medizin. Und wir haben dazu eine Allgemeinärztin eingeladen, eine Naturheilexpertin, die seit vielen Jahren mit traditionellen Heilmitteln arbeitet und aus ihrer Erfahrung den Leuten heute erklären wird, welche Hausmittel einen Sinn haben und welche eher nicht. Waren früher Hausmittel die Regel, heißt es heute eher, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Leider ist vieles davon heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Wissen wieder zu beleben. Also ein bisschen Richtung Kräuterkunde? Auch das, ja, aber Wickel, Essigbatscheln, was man halt früher so gemacht hat, um sich bei unkomplizierten Erkrankungen über die Runden zu helfen, bevor man einen Doktor geholt hat. Und es gibt wahrlich einiges aus der Natur, was bei vielen kleinen Wehwehchen angewandt werden kann. Und was erfuhr man ausführlich bei diesem Vortrag? Man kennt ja Kneipp von diesen Fuß- und Wechselbädern. Gibt es sonst noch irgendwas, um Kneipp zu erzählen? Kneipp hat wesentlich mehr als nur Wasseranwendungen. Bei Kneipp geht es um Ernährung, es geht um Lebensordnung, es geht um vernünftige Bewegung und eben auch um die Kräuterheilkunde, um die Pflanzenanwendung. Informationen zu einer gesunden Lebensweise, ein Trend in die richtige Richtung. Die Naturheilmittel liegen auf alle Fälle im Trend. Ja? Viele Menschen wissen, dass sie heute zusätzlich zu den vielen Möglichkeiten, die die moderne Pharmazie und die moderne Medizin bieten, auch selbst noch etwas tun müssen. Und die traditionellen europäischen Heilmittel bieten eben dafür eine sehr gute Möglichkeit. Das heißt, viele Leute interessieren sich dafür, deshalb liegt der Kneipp total im Trend. Deshalb bemühen wir uns auch, dass wir eben den Menschen hier vor Ort Kneipp und die natürlichen Heilmethoden wieder ein bisschen näher bringen. Es gibt Gott sei Dank eine Menge Ärzte, die sich naturheilkundlichen Methoden verschrieben haben. Das heißt, denen viel daran liegt, ihren Patienten möglichst Medikamente und Behandlungen zu ersparen. Und ich denke, an die sollte man sich verstärkt wenden. Wer Interesse hat, hat die Möglichkeit, in St. Michaels Kneipp Aktivclub mehr zu einem natürlich gesunden Leben zu erfahren. Ob Ernährung, Bewegung oder einfach nur der richtige Lebensstil. Auf jeden Fall ein Schritt, sich seine Gesundheit auf natürliche Weise zu erhalten.